Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hide the Time Quest. Ich bin Superfex und das hier ist ein weiteres Spiel aus meiner Kindheit, genauso wie Little Big Adventure 2 es war. Und es ist wirklich großartig, glaubt mir, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Der ein oder andere, der das Spiel noch nicht kennt, wird jetzt wahrscheinlich denken, was ist das denn? Du spielst ein Playmobil-Spiel, denn Hide the Time Quest ist tatsächlich ein Playmobil-Spiel, wie ihr da unten links schon sehen könnt. Das kleine Kerlchen da sieht aus wie eine Playmobil-Figur. Das ist aber eigentlich vollkommen egal, denn das beeinflusst nur das Aussehen und natürlich ist das Spiel relativ einfach, da es halt ein Kinderspiel ist, die Story ist zu Beginn nicht besonders komplex, aber das macht wirklich nichts, denn das Spiel hat eine tolle Atmosphäre und eine Story, die noch ziemlich spannend wird und sich schön entwickelt und einen genialen Soundtrack, wie ihr jetzt schon hören könnt. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne und ich hoffe, es gefällt euch auch und ich kann euch in die Welt von Hype entführen. Und ja, das Spiel ist 1999 erschienen, soweit ich weiß, für den PC. Ich glaube, es gibt auch eine PlayStation 2 Version, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich spiele jedenfalls die PC Version und ich habe Ewigkeiten gebraucht, das auf einem Windows 7 mit 64-Bit laufen zu lassen und dann auch nochmal aufzunehmen. Also es war wirklich kein Zuckerschlecken, aber jetzt funktioniert's. Zwar nicht 100% so, wie ich möchte, also zumindest zum Beispiel die Videosequenzen kann ich euch so nicht zeigen. Ich habe sie aber auf der Festplatte bzw. auf der CD, denn ich besitze das Spiel auf der originalen CD und da sind die so als AVI-Dateien drauf. Das heißt, ich habe euch das Intro in einem extra Video hochgeladen, das werde ich hier per Annotation und in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, klickt da jetzt bitte drauf und guckt euch das an. Denn dann wisst ihr, worum es geht und was passiert. Das werde ich nicht nochmal zusammenfassen. Also guckt euch das an, das sind vielleicht 2,5 Minuten. Ist nicht besonders gute Qualität, aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten, das irgendwie zu verbessern. Denn es wirft einfach zu viele Fehler aus, wenn ich das versuche. Es ist einfach nicht schön. Auf jeden Fall, es sind nur 2,5 Minuten. Also guckt euch das so an und dann kommt ihr wieder zu meinem Video zurück und da ist ja alles sowieso besser, was die Qualität anbelangt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das heißt, ich drücke einfach mal auf ein neues Spiel und wir fangen da an, wo das Intro aufhört. Jetzt lädt es. Jetzt habt ihr nochmal ein letztes Mal die Möglichkeit, das Intro anzugucken. Ich warte auch auf euch. Wirklich, wenn ihr auf Pause drückt, warte ich auf euch und dann rede ich dann erst weiter. Gustus Herrenhaus in der Ära Tascans des Ersten. Und da stehen wir versteinert in der Vergangenheit. Und das ist Gustus, der Sprecher aus dem Intro. Statue. Das ist das letzte Mal, dass ich versuche, dich in einen lebendigen Ritter zu verwandeln. Oh, ich hoffe doch, dass es dann diesmal klappt. Wenn nicht, dann stehen wir ewig als Statue hier rum. Ich weiß sehr wohl, dass niemand mich sehen kann. Aber das ist noch lange kein Grund, mich lächerlich zu machen, indem mir alles misslingt. No, armer Gustav. Gustus, ich bin auch dumm. Einen eigenen Ritter zu haben. Welch schöner Traum. Er könnte meine Pflanzen gießen, meinen Landsitz schützen, den Haushalt machen. Ich muss es unbedingt schaffen. Also ich glaube nicht, dass ein Ritter die ganzen Dinge machen würde. Also klar, Landsitz schützen schon, aber Blumen gießen? Das ist nicht so der Aufgabenbereich eines Ritters. Schön warm. Zählung. Auctoritas Magia. Transformare Statua in Caballario Servitium. Ich habe keine Ahnung, ob das echtes Latein ist. Ich habe Latein nie in der Schule gehabt. Ich habe stattdessen Französisch gewählt. Und damit war ich eigentlich relativ glücklich. Ich erinnere mich. Ich bin Hype. Ich wurde...
Ich wurde von einem mächtigen schwarzen Ritter in ein Standbild verwandelt. Er hat mich in die Vergangenheit geschickt. Hilf mir, junger Alchemist. Ich muss in meine Epoche zurückkehren. Meine Verlobte beschützen und meinen König, Taskan den Vierten. Und mich rächen. Mich rächen an... Hey, beruhigt euch, Ritter. Aber, habt ihr Taskan der Vierte gesagt? Aber unser König heißt Taskan der Erste. Na gut. Also, ich werde euch helfen. Mein Name ist Gustus, aber ich bin noch etwas unerfahren. Ich bin wirklich kein brillanter Alchemist oder Zauberer. Ich bin nur wenig mehr wert als geschmolzene Plastiks. Aber die Aufgabe, die euch erwartet, wird aufregend sein. Nach einer so langen Reise durch die Zeit braucht ihr bestimmt Training. Kommt mit mir und wir werden euch eure Koordination zurückgewinnen. Ja, das ist doch mal ein Angebot, ne? Das werden wir auf jeden Fall wahrnehmen. So, wir können endlich das Spiel selbst steuern hier im Hof. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es steuert sich so ähnlich wie Tomb Raider, zumindest die ersten 5 Teile, falls ihr davon welche gespielt habt. Und wenn ihr so alt seid wie ich, dann habt ihr das garantiert. Wir laufen mit den Pfeiltasten und dann können wir mit Steuerung springen, mit Shift laufen und ja, der Rest zeigt sich dann noch mit der Zeit. Wir haben hier unser Schwert und unsere Armbrust. Und ich werde das Schwert erstmal benutzen, um hier die Fässer in die Luft zu jagen. Denn da könnte irgendwas Interessantes drin sein. Was aber hier leider nicht der Fall ist. Ich gucke nochmal hier nach. Aber da ist auch nichts drin. Na gut, dann wollen wir mal zu Gustus gehen. Das Spiel wurde übrigens von Playmobil Interactive entwickelt. Und Ubisoft war der Publisher. Und der, ein kleiner Funfact, der Designer heißt Alain Tascan oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Also genauso wie der König im Spiel. Ihr wart lange in diesem Stein gefangen. Es ist nur natürlich, dass ihr etwas eingerostet seid. Also lasst mich euch etwas erklären. Ihr könnt alle möglichen Aktionen ausführen, indem ihr auf die Leertaste drückt. Mit der Shift-Taste könnt ihr rennen und mit der Taste Steuerung könnt ihr springen. Ein großer Ritter muss aber auch ein geübter Schwertkämpfer sein. Um euer Schwert zu ziehen oder wegzustecken, drückt ihr auf die Taste X. Mit der Leertaste könnt ihr kämpfen. Wenn ihr etwas trainieren wollt, dann versucht, die beiden Zielscheiben auf der Strohpuppe zu treffen. Okay, dann machen wir das doch mal eben. Das Tutorial im Spiel ist echt ziemlich kurz, aber wir müssen es machen. Na, ich wollte dich da treffen, genau. Und wenn wir es machen, kriegen wir sowieso ein paar Sachen, die ganz nett sind. Beziehungsweise eigentlich eine Sache, die ganz nett ist. Und deswegen machen wir das einfach mal. Ja, komm, geh da rüber, Hype. Ihr müsst außerdem die Armbrust beherrschen, um aus der Distanz anzugreifen. Um eure Armbrust zu ziehen und wegzustecken, drückt auf Y. Ihr könnt dann mit den Pfeiltasten zielen und mit der Leertaste feuern. Um eure Sicht zu verbessern, drückt auf 0 einfügen. Wenn ihr präziser zielen möchtet, haltet die Shift-Taste gedrückt. Hier sind einige Armbrustpfeile. Benutzt sie, um die beiden Zielscheiben auf der Strohpuppe zu treffen. Dann fahren wir mit der letzten Strohpuppe fort. Jo, vielen Dank für die Pfeile. Müssen das nicht eigentlich Bolzen sein, wenn wir das mit einer Armbrust benutzen? Aber egal. So, auf in den Zielmodus. Plopp, einmal da. Und dann warte ich hier lieber, bis die Puppe aufgehört hat, sich zu drehen, sonst treffe ich sie nicht richtig. Na, komm. Sehr gut. Dann können wir jetzt... Gustus ist aber auch faul, oder? Anstatt mal eben zur anderen Puppe rüberzulaufen, teleportiert er sich dahin. Naja. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich mich teleportieren könnte. Für so ein gefährliches Unternehmen wie dieses müsst ihr auch die Magie beherrschen. Wenn ihr sorgfältig sucht, findet ihr zahlreiche Zaubersprüche im Königreich. So benutzt ihr die Magie. Mit einer Waffe in der Hand wählt ihr einen Zauberspruch mit der Taste Entfernen. Dann
sprecht ihr den Zauber aus, indem ihr auf Enter drückt. Lasst mich euch den ersten Zauberspruch anbieten, Ritter. Gerne doch, Christus. Ich rate euch dringend, ihn an dieser Strohpuppe auszuprobieren. Es ist sehr wichtig. Versucht, beide Zielscheiben zu treffen. Okay, können wir doch machen. Ja, es gibt einiges an Magie in diesem Spiel, die wir finden können. Also wir müssen nicht zwangsweise alles an Magie finden. Und ich habe es auch nie geschafft, wirklich jeden Zauber zu finden. Also es ist alles Kampfmagie. Du bist jetzt Meister der Magie Focus Magicum Speer. Und Focus Magicum ist die Feuermagie. Und es gibt 4 verschiedene Zaubervarianten. Und jede dieser Varianten einmal als Blitzmagie, als Feuermagie und als Eismagie. Und wir haben jetzt halt die einfachste, das ist der Speer. Bam, und den hauen wir erstmal dagegen. Das ist ganz nützlich. Unten rechts seht ihr unseren Zauber, den wir gerade ausgerüstet haben. Ihr sagt, mit Entfernen können wir einen Zauber aussuchen, aber wir können halt einfach da unten 3 verschiedene Zauber reinladen, die wir hier aus dem Menü rausholen. Das Problem ist halt nur, dass wir aktuell sowieso nur einen Zauber haben. Deswegen kann ich auch keinen Zauber wechseln. Hi. Es ist an der Zeit, eure Aufgabe in Angriff zu nehmen. Ich weiß, dass das königliche Juwel Reisen in der Zeit erlaubt. Aber ich weiß nicht wie. Ihr müsst eure Suche nach dem königlichen Juwel in der Festung in Torras beginnen. Es gibt viele Schätze dort. Ich suche inzwischen in meinen alten Büchern. Und ich hoffe, ich finde heraus, wie das königliche Juwel Zeitreisen ermöglicht. Kommt mit dem Juwel zurück zu mir. Ich habe dann sicher weitere Informationen für euch. Hier ist der Schlüssel zur Brücke bei meinem Herrenhaus. Ihr könnt ihn im Inventar auswählen, indem ihr die Tab-Taste drückt. Oh, cool. Ja. Also wie ihr seht, wir müssten das Tutorial machen, weil sonst wären wir gar nicht über die Brücke drüber gekommen, beziehungsweise hinter der Brücke an dem Tor vorbei. Einfach weil wir den Schlüssel nicht hatten, der das Tor zu Gustus Herrenhaus öffnet. Also, na gut, als Herrenhaus würde ich das nicht bezeichnen. Das ist eher mehr so eine alte Burgruine, oder? Aber nur gut, Gustus wird schon wissen, warum er hier wohnt. So, ich gucke mich nochmal hier oben um, ob wir hier noch irgendwas Interessantes haben. Vielleicht noch ein Kraut oder so? Nein, leider nicht. Da ist auch nichts mehr. Oh, guck mal die Sonne. Na gut, dann wollen wir uns mal aufmachen zur Stadt Torras, denn wir wollen das königliche Juwel sammeln, was glücklicherweise in der Lage ist, Zeitreisen zu ermöglichen. Und da haben wir doch sehr Glück gehabt, dass wir hier bei Gustus im Herrenhaus gelandet sind. Ich gucke mich erst nochmal hier um, denn es könnte ja mal sein, dass hier irgendwo noch was liegt. Ist aber nicht der Fall. Hier kommen wir noch nicht rein. Das heißt, wir machen uns auf den einzigen Weg, nicht runterfallen, den wir momentan begehen können, und zwar über die Brücke hinüber. Und da finden wir auch Sachen. Zum Beispiel haben wir hier ein Kraut, ein grünes. Und diese Kräuter stellen eure Zauberkraft wieder her. Um sie zu benutzen, müsst ihr sie im Inventar auswählen. Ja, also das ist halt diese Zauberkraft-Moment. Das zeige ich euch mal hier. Ihr seht, um den Zauber rum haben wir so einen, ja, grünlichen Balken. Das ist unser Mana. Und wenn das aufgebraucht ist, dann können wir auch nicht mehr zaubern. Und die Kräuter stellen die Zauberenergie halt wieder her. Dann haben wir hier noch einen blauen Trank. Der macht dasselbe mit der Lebensenergie. Das ist unten links das Schwert. Da steckt unsere Lebensenergie wieder da. Direkt daneben seht ihr den Schild. Und der Schild stellt unsere Rüstung dar. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie getroffen werden, wird die Rüstung mehr verbeult, bis sie halt irgendwann ziemlich kaputt ist. Und wenn unsere Rüstung kaputt ist, nehmen wir von Treffern auch mehr Schaden. Das heißt, wir müssen darauf achten, uns entweder nicht treffen zu lassen oder unsere Rüstung gut in Schuss zu halten, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. So, und das ist ein Beutel mit Plastiks. Das ist die Währung. Finde ich schon ziemlich cool. Also Plastiks, weil wir in so einer Playmobil-Plastikwelt sind, ne? Das hat schon was. So. Hier wären wir jetzt nicht weitergekommen, hätten wir das Tutorial nicht gemacht. Aber jetzt haben wir ja Gustus Schlüssel. Das heißt, ich rüste ihn mal eben aus. Und dann können wir hier auch weiter. Und damit ist das Tutorial eigentlich vorbei, nachdem uns Gustus hier noch was erklärt hat. Ich bin es nur, Ritter. Ich wollte euch einen Rat geben. Jedes Mal, wenn ihr an einem Pult wie diesem vorbeikommt, könnt ihr euer Abenteuer speichern. Drückt nur auf die Leertaste, wenn ihr in der Nähe eines Pultes seid.
Ein Ritter mit einer so gefährlichen Aufgabe sollte vorsichtig sein. Ihr müsst euren Fortschritt speichern, damit ihr nicht wieder ganz von vorn beginnen müsst. Ja, das ist ein sehr guter Rat. Das werde ich auch gleich mal machen. Also die sind eigentlich relativ großzügig verteilt. Ja, ich habe schon mal hier ein bisschen ausprobiert, ob das alles aufnimmt, ob das alles läuft. Aber ich werde das jetzt einfach überschreiben, denn wir spielen ja jetzt für das Let's Play richtig. Und oh, da liegt noch ein blauer Trank. Kann ich mit dir nochmal reden? Sagst du mir noch was Interessantes? Ritter, um euer Abend. Nein, du sagst mir nichts Interessantes. Okay. Dann nehme ich noch den blauen Trank mit. Der kann uns immer hilfreich sein. Und begebe mich auf den Weg zur Stadt Torras und zur Festung, die darin steht. Jetzt kommt noch ein letztes kleines Tutorial von Gustavs. Und dann sind wir auf uns selbst gestellt. Mehr oder weniger. Hallo, Gustus. Na? Entschuldigt. Ich möchte euch nicht stören, aber ich habe etwas, was euch vielleicht von Nutzen sein könnte. Es ist eine Karte des Königreichs. Ihr könnt sie ansehen, indem ihr auf die Taste Ende drückt. Auf der Karte zeigt euer Symbol, wo ihr euch befindet. Das blinkende X zeigt an, wo ihr hingehen müsst. Vergesst nicht, das königliche Juwel in der Festung zu suchen und damit zu mir zurückzukehren. Hier ist die Karte, Hype. Viel Glück. Oh, danke schön. Wie rufe ich dich jetzt auf? Verdammt, ich habe nicht zugehört. Sag mir nochmal bitte. Ritter, ihr könnt die Karte... Endetaste, okay, danke. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Irgendwie, ich hatte es ja beim letzten Mal schon diesen Dialog gehört und deswegen habe ich jetzt nicht so richtig zugehört, was ein kleiner Fehler war. So, wir sind in der Ära Taskans des Ersten und da oben seht ihr bei der Festung das blinkende X, da müssen wir hin, ist natürlich selbstverständlich. Und ganz unten seht ihr Gustus Herrenhaus und da ist so ein Schild mit der Lilie drauf. Das ist unsere Position, das heißt, wir sind jetzt so zwischen Gustus Herrenhaus und dem Wald. Und ja, ihr seht schon, die Karte ist nicht so groß, aber... Wir werden noch einiges erleben hier. Also wir können einige Orte schon sehen. Da ist das Herrenhaus, der Wald, das Kloster, der Himmel, die Stadt Torras und eben die Festung. Aber da wird noch das ein oder andere dazukommen. Und wir werden die Orte auch mehrfach besuchen müssen und so. Also wartet mal ab. Das Spiel wird wirklich noch ziemlich, ziemlich cool. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Da warten schon zwei Wölfe auf uns. Aber ich werde erstmal hier diesen Bienenstock runterholen. Ich habe gerade eben wahrscheinlich schon die Einblendung gesehen. Das ist, genau, da ist er schon wieder. Jetzt habe ich 1 von 10 Bienenstöcken. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich will nicht meine Bolzen verschwenden. Und wenn wir alle 10 hier im Wald finden, bekommen wir einen Bonus, bei dem ich jetzt noch nicht verraten möchte, was das für ein Bonus ist. So, bei den Wölfen muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht töten. Und ihr seht, oben rechts wird ihre Lebensenergie eingeblendet. Und das ist mir wunderbar gelungen. Bei der Aufnahme vorher, bei der Testaufnahme, habe ich das nicht so gut geschafft. Ja, ein paar Kräuter, ein bisschen Plastiks. Hängt auf der anderen Seite vom Baum noch ein Bienenstock oder so. Ich habe nämlich in der Testaufnahme auch nur 9 gefunden. Deswegen gucke ich mir jetzt nochmal ein bisschen genauer um. Aber ungefähr weiß ich, wo die hängen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Dann machen wir uns mal auf den Weg weiter nach unten. Ist hier irgendwas? Nein. Hier ist nichts. Gut, dann gucke ich hier nochmal nach einem Bienenstock. Sieht aber eher schlecht aus. Moment. Ich will nochmal... Ah, da! Da ist einer. Den habe ich übersehen beim letzten Mal. Okay. Dann dürfte ich alle 10 in dieser Aufnahme bekommen. Flop. So. Und wir können weitergehen. Na, ich gucke nochmal eben hier um die Ecke, ob hier nicht noch was ist. Nein. Und hier um die Ecke ist... auch nichts. Nein, okay, wunderbar. Also es gibt auch nicht sowas wie Level oder Erfahrungspunkte in diesem Spiel, sondern das ist mehr wie... Oh Gott, Fledermäuse. Ah! Nicht ihr schon wieder. Es ist mehr wie ein The Legend of Zelda, dass wir halt Upgrades finden im Verlauf des Spiels, die uns stärker machen. Und Monster halt uns irgendwelche Jobs geben, wie zum Beispiel Heiltränke oder Heilkräuter oder Geld. Na, wo bist du? Wo bleibst du? Okay, bevor du mich jetzt nochmal angreifst und mir Schaden zufügst... Hallo? Was soll der Mist denn? Ich dachte, du hängst da und machst nichts. Jetzt komm her.
Ich erwarte dich. Du blödes Mistvieh, ich warte jetzt auf dich mit dem Schwert. Ich werde nicht zur Armbrust wechseln. Ah, sehr gut. Und, na, komm schon. Sehr gut. Gut, wir sehen jetzt natürlich nicht wegen der komischen Perspektive, was da runtergefallen ist, aber Ossi, ist mir doch irgendwie ein Trank runtergefallen, weil wir die Fledermäuse besiegt haben. Und ich habe noch ein kleines magisches Kraut. Das brauche ich jetzt alles noch nicht, aber später werde ich sehr dankbar darüber sein. Hier haben wir noch einen Bienenstock, den kann ich sogar mit dem Schwert erledigen. Ich sagte, den kann ich... Moment. Ich muss mal aus einer anderen Situation... aus einer anderen Position versuchen. So. Ich sagte euch, ich kann ihn mit dem Schwert besiegen. Oder vernichten. Kann man einen Bienenstock besiegen? Das ist ja mal ein interessanter Gegner. So ein Bienenstockgegner. Mit Monsterbienen, die einen angreifen. Aber ich schweife ab. So, ich speichere wieder hier. Ja, ich möchte es überschreiben. Und... ja, ich sag mal, wir spielen noch ein bisschen weiter. Ich möchte die Folgen von Hype nicht zu lang machen, so 20 Minuten, aber weil das die erste Folge ist, werde ich es mal auf 30 Minuten ausweiten. Jetzt sind wir da oben. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler, das Gelbe da oben zwischen den Blättern. Das wird kein Bienenstock sein. Nun gut, nun gut. Was erwartet uns wohl hier? Etwa ein Räuber? Aha, man wagt sich nicht ungestraft in unseren Wald, Ritter. Und ich weiß nicht mal, ob deine Waffe oder Waffen ausreichend sind, die Passage zu bezahlen. Och, ich denke schon, dass es ausreichend ist. So, hier muss ich aufpassen, er wirft nämlich sein blödes Messer. Aber sobald wir einmal an ihm ran sind... oh, wir haben eine magische Nuss gefunden. Diese Nüsse stellen ein wenig eurer Gesundheit und Zauberkraft wieder her. Sie wirken sofort. Oh, na gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt zumindest... Lebensenergie wiederbekommen, ohne wirklich einen Trank dafür zu verbrauchen. Das ist sehr schön. War hier nicht irgendwo noch ein Bienenstock? Moment. In den Bäumen. Da muss ich mich mal eben umgucken. Aber das sieht nicht so aus. Aber ich weiß, wo auf jeden Fall noch einer ist. Nämlich da oben. Den werde ich mir auch direkt holen. So. Dum, 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 dum. Ich bin so froh, dass wir in diesem Spiel laufen können. Res Historia... ich kann das nicht aussprechen. Res Historicae. Das war wahrscheinlich vollkommen falsch, weil ich einfach kein Latein kann, aber das ist mir egal. Das Kloster wurde vor langer Zeit von wandernden Mönchen gegründet. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem jeder aufgenommen wird, der reinen Herzens ist. Auf diesem gastfreundlichen Stück Land haben die Mönche eine dauerhafte Heimstätte gefunden. Na, oh, ist das nicht schön? Leider, leider können wir da noch nicht rein. Die Tür ist zu. Und das hört ihr nämlich an diesem Geräusch da. Ich kann auch mal das Schwert wegkacken. Oder die Armbrust auch. Und wenn ich dann versuche, das Tor zu öffnen, hört ihr das Geräusch. Das heißt einfach, wir können das noch nicht machen. Oder es bedeutet einfach, dass wir den... Moment. Dass wir den Schlüssel da ausgerüstet haben, der Schlüssel da nicht drauf passt. Das könnte natürlich auch sein. Nee, auch ohne Schlüssel macht das das Geräusch. Okay. Dann, Pfeile. Sehr gut. Ja, ihr seht, das Schwert hat so einen kleinen Schlitzer nach vorne. Das ist unsere Reichweite. Das ist... ganz praktisch, weil wir da nicht zu nah an einen Gegner ran müssen. Und ja, das ist halt praktisch. Ich werde jetzt hier noch ein Stück weitergehen. Bis zum nächsten Speicherpult. Das dürfte nicht zu weit sein. Das wird schon in der Stadt sein. So viel kann ich verraten. Denn die Gebiete sind nicht so groß hier in Hype. Aber das macht nichts. Das Spiel ist ja schon etwas älter. Und es bietet trotzdem einiges an Spielzeit. Ich weiß nicht genau... wie lange ich für dieses Projekt brauchen werde, denn... oh, ah, ich habe mich ganz vergessen. Denn es ist schon ewig her, dass ich es wirklich mal durchgespielt habe. Also 8 Jahre, 9 Jahre, irgendwas so um den Dreh. Und ja, deswegen habe ich halt keine Ahnung mehr. Ich habe mich überraschen lassen, aber ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel. Und ich bin so froh, dass ich es mittlerweile spielen kann. Und es wird wirklich großartig. So, hier haben wir 2 Wildschweine, die werde ich erstmal erledigen. Hallo. Oh, schnell, bevor dein Kumpel kommt. Na, die haben so ein bisschen... wenn sie einmal getroffen worden, haben die erstmal so eine Erholungszeit, bis ich es wieder treffen kann. Oh, sehr schön. 2x Geld, 2x45. Und da oben haben wir noch 2 Bienenstöcke im Baum. Nämlich einmal auf dieser Seite. Und einmal auf der anderen Seite. Kann ich so hoch zielen? Moment. Nee, ich kann nicht höher zielen. Das heißt, ich muss ein paar Schritte zurückgehen. Aber das macht ja nichts.
Na komm. Ganz vorsichtig zielen und plopp. Sehr gut. 7 von 10. Wo waren denn die anderen? Ich glaube, einer war irgendwie hier. Da oben habt ihr die Bienen gesehen. Das heißt, da ist der Bienenstock. Schön versteckt hinter so einem blöden Blatt. Aber ich wusste Gott sei Dank, dass er noch da ist. So, einmal weg damit. Hier sollte ich auch nicht runterfallen. Ich weiß nicht, warum da so ein komisches Loch im Boden ist. Aber, ja, das soll Wasser darstellen. Das ist eine schöne Spiegelung von dem Wald hier. Da ist keine Paralleldimension. Also nicht, dass ihr das denkt. Ich glaube nicht, dass das irgendwer gedacht hat. Nein! Ah! Ja, das ist ein bisschen doof. Die Lauftaste ist Shift und die Sprungtaste ist Steuerung direkt darunter. Kann ich auch mit Rechtssteuerung? Nee, mit Rechtssteuerung kann ich nicht springen. Das heißt, im Eifer des Gefechts habe ich die Leertaste gedrückt. Weil ich irgendwie im Gefühl hatte, damit kann ich springen. Oder ich hätte Alt drücken sollen. Das ist so wie ein Tomb Raider. Aber nun gut, hier ist noch ein Bienenstock und wo der letzte ist, weiß ich auch. Plopp. So, weg damit. Ich pack mal die Waffe weg, denn da ist ein kleiner Junge und mit dem möchte ich mal reden und da will ich nicht mit der Waffe hingehen. Guten Tag, Ritter. Ich bin Willi, der Sohn des Schuhmachers von Torras. Wir wollen die schnellsten Stiefel im Königreich herstellen. Dazu brauchen wir Ritter wie euch, um sie zu testen und um unsere Forschungen zu finanzieren. Wenn ihr das Rennen gewinnt, werde ich euch ein wundervolles Geschenk machen. Im Namen von James und dem Sohn des Schuhmachers. Und ihr habt die Ehre, uns geholfen zu haben. Wenn ihr mir 100 Plastiks gebt, könnt ihr an dem Rennen teilnehmen und euch euer Geschenk verdienen. Möchtet ihr? 100 Plastiks. Also ich möchte schon, aber 100 Plastiks habe ich momentan nicht zur Verfügung. Ich werde das später auf jeden Fall noch machen, denn die Belohnung ist es wert. Wenn ihr eure Meinung ändert, dann kommt zu mir zurück. Ich werde den ganzen Tag hier sein. Ja, das wirst du. Also die Belohnung ist es wirklich wert, diese 100 Plastiks auszugeben. Aber ich werde euch noch nicht verraten, worum es sich handelt. So, das ist die Stadt Torras. Schön groß, ne? Die Zugbrücke wird heruntergelassen. Und das da, dieser Adler mit der Krone und dem komischen Zunge, ist das Wappen des Tuscan des Erstens. Wir haben jetzt nur leider das Problem, falls ihr mal auf unseren Rücken guckt oder auf die Karte, da haben wir es auch gesehen. Unser Wappen, beziehungsweise das Wappen von Tuscan dem Vierten, ist die Lilie. Die goldene Lilie auf blauem Schild. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir tun. Sonst könnte der König denken oder die Wachen, dass sie von fremden Rittern angegriffen werden. Wie zum Beispiel der Kerl, der da steht. Ja, der greift uns natürlich sofort an. Komm, stirb. Aua. Wie, du wirfst dein Messer. Aua. Lass das gefällig sein. Blöd, Mann. Nun gut. Ich steck mal meine Waffe weg. Denn jetzt erwartet uns hier eine Holde Maid, mit der ich auch nochmal reden werde, nachdem ich diese Fässer zerstört habe. Bam. Ich find's einfach genial, wie sie explodieren, weil ich sie mit dem Schwert haue. Ich bin froh, dass ihr das getan habt. Er hat einfach nicht aufgehört, mir schöne Augen zu machen, dieser schreckliche Mann. Willkommen in der schönen Stadt Torras, Herr Ritter. Ihr werdet die Bewohner sehr nett finden. Aber seid vorsichtig, wenn er in die Nähe der Festung kommt. Der König traut Fremden nicht. Er hat Angst vor Spionen vom Kloster. Wenn er in die Festung geht, so tut er es auf eigene Gefahr. Nun, schöner Ritter, ihr seht erschöpft aus. Ihr solltet euch in Bonins Herberge ausruhen. Oh, danke für den Hinweis. Spione vom Kloster? Ich dachte, das Kloster wäre so friedfertig und ein Ort für Pilgerer. Wir haben noch da was Schönes gelesen. Aber nun gut, da oben, ihr habt es schon gesehen, der letzte Bienenstock für den Wald. Und ja, da erscheint was Schönes. Das werde ich jetzt sofort einsammeln. Ungefähr weiß ich auch, wo das ist. Das müsste dann links sein beim Dimensionsloch. Ich meine natürlich beim Wasser. Oder nee, Quatsch, gar nicht. Das ist da drüben schon. Ha. Noch besser, muss ich nicht so weit laufen. Und das sammle ich dann natürlich sofort ein. Los, nimm es mit Hype. Du hast eine Wahrnehmungsfähigkeit gezeigt, die einem Abenteurer würdig ist. Daher kannst du von jetzt an bis zu 10 grüne Kräuter bei dir tragen. Ja, vorher gingen nur 5, jetzt können wir 10 mit uns rumtragen. Was im Verlauf des Spiels noch sehr nützlich sein wird. Und ich kann euch schon mal verraten, in der Stadt wird es wieder 10 Bienenstöcke geben. Das heißt, ab und zu gibt es mal sowas und dann gibt es ein kleines Upgrade für. Aber ich habe es eigentlich nie geschafft, außer im Wald. Und ich glaube, in der Stadt habe ich es auch mal geschafft, wirklich alle Bienenstöcke zu finden. Was natürlich ein bisschen doof ist.
aber jetzt bin ich wesentlich älter. Ich habe wesentlich mehr Erfahrung von Spielen und wo so Sachen versteckt sein könnten und von Geheimnissen, dass ich doch hoffe, dass ich es diesmal schaffen werde. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Oh, wir haben schon eine halbe Stunde erreicht. Das heißt, ich werde mir jetzt so schnell wie möglich einen Puls suchen. Und da seht ihr schon 0 von 10. Und jetzt haben wir sogar Musik, das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, das ist die Stadt von Tuscan im Ersten. Ein bisschen leer, nicht so viele Leute unterwegs. Aber hier werden definitiv ein paar Leute sein. Ich weiß, wo ein Pult ist. Oh, hallo Schmied. Bei dem Schmied können wir unsere Rüstung reparieren lassen. Und ich glaube, wir können auch Armbrustbolzen kaufen. Ich renne jetzt einmal durch. Das zeige ich euch in der nächsten Folge einmal genau die Stadt. Ich möchte nur zur Taverne, was uns auch die Dame am Eingang erzählt hat. Denn hier kann ich speichern, das weiß ich. Aha, ein fremder Ritter in Torras. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Bonin, bring mir einen Schoppen. Heute wird gefeiert. Und für mich auch. Wisst ihr, Ritter, die Festung der Stadt wird zurzeit keine Fremden dulden. Wenn ihr dorthin geht, müsst ihr entweder sehr mutig oder sehr verrückt sein. Gut. Gut, dass ihr nicht die Tracht der Klosterritter tragt. Alle Festungswachen werden hinter euch her, wenn das der Fall wäre. Das wäre aber nicht besonders gut. Diese Verrückten aus dem Kloster. Sie wollen Torras und die Festung angreifen, um die Macht an sich zu reißen. Die sind genauso dumm wie die Wachen des Königs. Moment, du könntest ein verkleideter Spion aus dem Kloster sein. Bonin, schnell ruf die Wachen! 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 Das genügt. Wenn ihr nicht still seid, gibt's nichts mehr zu trinken, verstanden? Für mich ist er ein Gast wie jeder andere. Kommt näher, schöner Ritter. Vergesst diese Hohlköpfe. Tja, wir scheinen also relativ attraktiv zu sein, denn Bonin findet uns, sagt schöner Ritter, wobei das könnte natürlich auch einfach ein Trick sein, damit wir hier mehr trinken und sie mehr Geld verdient. Aber wir reden mal mit ihr. Es ist schön, mit einem Ritter von außerhalb der Stadt zu reden. Die Ritter von hier sind alle so dumm. Ha, ich bin es leid, in Torras zu wohnen. Wenn ihr vielleicht Gesellschaft braucht? No, oder sie mag uns doch. Eine lange Reisen? Nicht? Wie schade. Nun, wenn ihr etwas essen möchtet, um eure Kraft wieder zurückzugewinnen, müsst ihr mich mit Plastiks bezahlen. Außerdem steht euch ein Zimmer zur freien Verfügung, in dem ihr schlafen und euch ausruhen könnt. Das ist eigentlich alles, was ich wollte, das Zimmer. Wenn ihr so nett seid, könnt ihr den Raum immer benutzen, wenn ihr möchtet. Trefft eure Wahl. Eine Mahlzeit für 60 Plastiks? Boah, das ist aber ziemlich teuer. Aber danke, danke, ich möchte nichts. Stattdessen gehe ich mal hoch in mein Zimmer. Und ja, es tut mir leid, Bonin, aber wir haben schon eine Verlobte. Deswegen, wir brauchen keine Gesellschaft auf unseren langen Reisen. So, ich glaube, unser Zimmer war das hier. Jawohl. Dann werde ich hier einmal speichern. Ja, ich möchte das Abenteuer speichern. Dankeschön. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig Lust auf das Spiel machen können und ihr guckt euch zumindest noch eine Folge an, damit ich euch noch mehr von diesem Spiel zeigen kann. Und vielleicht gefällt es euch ja sogar auch und ihr verfolgt es weiterhin. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns trotzdem, falls ihr es nicht sehen wollt, in einem anderen Let's Play nochmal wiedersehen. Und bis dahin, ja, macht's gut.